Ein Busfahrer. Hallo. Ne, guck mal, ich muss Bahnhof, ne? Und der Bahnhof, der ist noch ein bisschen weit weg, aber ich muss da die Linie 10 bekommen. Kannst du mal da eben die Linie 10 anfunken, dass die mal auf dich da warten kann, damit ich dann umsteigen kann, oder wie? Ja, das kriegen wir schon bestimmt hin. Das schaffen wir. Ah, komm, du kriegst du hin, ne? Weißt du, bist du korrekter Busfahrer, schaffst du, ne? Ja, kein Problem. Dann fahr ich mal los, ne? Schaffen wir das wirklich? Was? Ich habe da eine Idee. Ich glaube, Sie könnten vielleicht am Bürgergarten aussteigen. Dann ist es 100% gesichert, dass Sie den Bus auf jeden Fall mitbekommen. Herr Busfahrer, wer? Ey, korrekter Mann, wer? Danke, wer? Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, der Bürgergarten auszusteigen. Mann, ey. Sie sind mir ja ein kleiner Fuchs hier. Ist eine gute Idee, ne? Okay, so klein sind Sie nicht. Sie sind ganz schön groß. Jo. Dann mache ich das. Dann lassen Sie mich hier im Bürgergarten raus und dann passt das ja wunderbar. Das ist. Ich mag Busfahrer, die mitdenken. Korrekter Mann. Die Fuchsi. Ja, da soll mal einer sagen, wir würden nicht mitdenken. Stopp! Ja! Können wir Busfahrer praktisch für euch Fahrgäste mitdenken, auch wenn es nicht so aussieht? Ja, wir tun es tatsächlich, obwohl es noch nicht mal zu unseren Aufgaben zählt. Was war das denn jetzt für Deutsch? Also, ich muss dazu erklären, dass es natürlich möglich ist, dass wir auch für euch mitdenken. Ja, ich hatte tatsächlich vor kurzem selbst eine Situation, kam ein Fahrgast rein und meinte so, entschuldigen Sie, können Sie mal bitte vielleicht die 10 anfunken, damit sie am Bahnhof vielleicht auf mich wartet, weil ich würde gerne umsteigen. Problem bei uns, wir haben natürlich jetzt auch unser System verändert und somit ist bei uns kein Nahbereichsruf mehr möglich. Das könnte theoretisch jetzt über der Leitstelle gehen. Aber dann fiel mir unterwegs ein, so, ja, Moment, ich weiß ja, die 10, die fährt ja zum Beispiel erst am Bürgergarten vorbei. Also habe ich dann dem Fahrgast gesagt, passen Sie auf, steigen Sie doch hier am Bürgergarten aus, weil da kommt die 10 definitiv gleich hin und zack, prompt kam auch 2 Minuten später die 10. Also, ja. Manche Situationen ergeben sich zum Beispiel aus dem Gespräch mit dem Fahrgästen und so kann man dann herauskristallisieren, was der Fahrgast eigentlich genau möchte. Und wenn wir merken, dass es gerade eng wird, können wir dementsprechend auch dem Fahrgast Alternativen anbieten. Ob er diese dann in Anspruch nimmt oder nicht in Anspruch nimmt, das ist dann seine Sache. Der Fahrgast hatte sich natürlich bedankt und hatte das gar nicht erstmal bedacht, weil auch er vielleicht einfach gerade so fixiert auf dem Bahnhof zum Beispiel war. Fand ich sehr gut und fand ich auch sehr nett und der Fahrgast, wie gesagt, hat sich bei uns bedankt. Und ja, manche Kollegen sind in der Lage, praktisch für euch als Fahrgäste mitzudenken, aber es ist kein Muss. Ja, ich möchte darauf hinweisen, wenn ihr der Meinung seid, zum Bahnhof zu fahren, wir haben eine Beförderungspflicht, wir fahren euch so bis zum Bahnhof. Wenn es nicht mehr möglich ist, den Anschlussbus zu erreichen, dann ist das leider so. Ja, also wenn wir auch über der Leitstelle gefunkt hätten und gesagt hätten, du, pass auf, Linie 10, warte, ich habe 10 Minuten Verspätung, der wartet keine 10 Minuten, nur wegen einem Fahrgast. Das macht er nicht. Also da könnt ihr so ein bisschen abschneiden. Es gibt so einen kleinen Richtwert, wie lange ein Bus theoretisch auf den anderen Bus zu warten hätte. Das kann aber immer von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich sein. Also man sagt immer so grob 5 Minuten. 5 Minuten und ist dann der Anschlussbus nicht da, gilt der Bus als abgefahren. So ist das leider. Ich weiß nicht, vielleicht können wir da einige Kollegen so nochmal behilflich sein und das vielleicht nochmal ergänzen, wie das bei euch ist. Ob da auch diese sogenannte 5-Minuten-Regelung für den Anschlussbus gilt oder 2 oder kürzer oder sogar länger. Lasst mich das gerne wissen in den Kommentaren, bin gespannt. Also, ja, auch wir Busfahrer und Busfahrerinnen denken für euch mit. In diesem Sinne war es mal ein recht entspanntes und kurzes Video. Ihr wisst wie immer, was ihr zu tun habt. Lasst mir ein Like da, diskutiert, kommentiert, argumentiert und dann sage ich wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Herr Busfahrer. Ich muss mal was sagen, also jetzt mal bei aller Liebe, bei aller Freundschaft, liebe Freunde da draußen, ich habe euch alle lieb. Warum bin ich so super hell? Ich will nicht so hell sein. Ich strahle. Junge, mach mich dunkler. Alter Busfahrer, Sie sind echt ein Fuchs, ein super Fuchs sind Sie, das ist unfassbar, Alter, ich strahle aus, Alter, das ist nicht normal. Das geht gerade nicht hier, warum ist denn das jetzt, ich will das nicht. Mach das, dass das weggeht. Oh, Mann, warum bin ich denn so super hell? Ruhe, wieder Drehtime. Klappe die erste.